der f von x gleich minus 0,1 mal x in Klammern x plus 1 hoch 2 mal x minus 5 mit Graph gf. Klären Sie die links- und rechtskurven Bereich und vervollständigen Sie die Tabelle. Wir fangen erstmal mit der Werte-Tabelle an und klären dann. Gut, ja, wie geht es mit der Werte-Tabelle? Was muss ich da machen? Ja, bitte. Wie leite ich das ab? Genau, und das ist Wichtige. Also wir legen los. Was ist das hier ausmultipliziert? Bitte in mindestens zwei Schritten machen. Minus 0,1 mal und dann in Klammern x hoch 2 plus 2x plus 1. Wie kommt man da drauf? Stichwort, ja? Übergeordnete Formel. Ganz wichtig, ja, nicht vergessen. Gut, und dann lassen wir das hier einfach so weiter. Und nächster Schritt. Ja, bitte. 0,1. Die würde ich als allerletztes rein, wenn möglich, sondern ich hätte das erst ausmultipliziert, aber ist egal. Minus, also das mal dem gibt x hoch 3, wie geht das weiter? Das mal dem minus 5x parat. Und jeder, der jetzt mitschreibt, hätte das schon längst tun sollen. Das heißt, das ist etwas, was ich erwarte, dass das schon passiert ist. Ja? Also ausmultiplizieren. Jetzt weiter das mal dem plus 2x parat. Das mal dem minus 10x, das mal dem plus x und das mal dem minus 5. So, dann kann man auch die 0,1 und man sieht, man kann da auch noch einen Haufen Zeug zusammenfassen. Kann mir jemand das Endergebnis sagen, wenn man das hier zusammengerechnet hat? Das sollte aber jetzt auch passiert sein, ja? Minus 0,1x hoch 3, minus 0,2x hoch 2. Ja, die 0, muss man aufpassen, hier steht 5. Plus 2, minus 5 plus 2 ist minus 3, mal minus 0,1 ist plus 0,3x². Also minus 10 plus 1 ist minus 9, minus 9 mal minus 0,1 ist plus 0,9x minus 0,5. Bitte aufpassen, dass ich mich ja nicht berechnet habe und kontrollieren. Ja, das muss ein plus 0,5 sein. Weil minus mal minus 5 ist. Sehr schön, vielen Dank. Gut. So, jetzt sind wir so weit. Was mache ich jetzt mit dem, wenn ich es ausmultipliziert habe? Dritte Reihe. Ableitung. Gut, also bilden wir das hier. Und diktieren die Ableitung bitte. Minus 0,3x hoch 2 plus 0,6x plus 0,9. Was ist mit der 0,5 passiert? Ja? Ja, die ableitet, löst sich auf. Völlig richtig, ja. Genauso muss es sein. Ja, ist alles in Ordnung. Sind wir so weit? Das ist die erste Ableitung. Hat jemand die Wertetabelle der ersten Ableitung? Bitte diktieren. Ich kontrolliere, ob es mit meinem übereinstimmt. Ja, zweite Reihe. Ja, also so stimmt es mit mir auch überein. Also bitte da den Rechenfehler überprüfen. Weiter bitte die Reihe diktieren. 1,5, 0, 0,9, 1,2, 0,9, 0, minus 1,5, minus 3,6. So, haben wir die erste Ableitung, die Wertetabelle. Was mache ich jetzt mit der zweiten? Ja, bitte. Gut, was ist denn die Ableitung von dem Ding da? Ja, bitte. 0,6x plus 0,6. Minus. Jawohl, das ist die zweite Ableitung. So, und die zweite Ableitung schreiben wir auch noch in die Wertetabelle ein. Die zweite Ableitung bitte diktieren. Ich kontrolliere, muss ich den ersten Wert wieder kontrollieren, ja? 2,4. Okay, also weiter diktieren. 2,4, 1,8, 1,2, 0,6, 0, minus 0,6, minus 1,2, minus 1,2. Ja, so oder so ähnlich sieht es aus. Sehr gut gemacht. Also das sind jetzt unsere Wertetabellen, das ist klar. Was sind das hier für Werte bezogen auf die Funktion? Ja? Die y. Jo, sehr gut. Also das ist quasi, wie hoch das da drüben ist, y-Werte. Was ist das f'? Haben wir auch schon gemacht, ja? Das ist die Steigung. Sehr gut. Und das f2', das ist das, was wir noch nicht wissen, ja? Also hier haben wir die Steigung, hier haben wir die y-Werte, hier wissen wir es noch nicht. Und jetzt die Aufgabe bitte nochmal vorlesen. So, und da habe ich einige schöne Zeichnungen gesehen. Ich mache jetzt einfach mal das Ganze so ein bisschen, also ich mache es mit Gelb, ich habe noch ein ganz kleines Gelb. Fangen wir erstmal an dieser Stelle hier.
Was für ein Punkt ist denn das? Minus 1. Nein, da gibt's, der hat besondere Lage, das ist ein kritischer Punkt, ja? Ein Tiefpunkt. Sehr gut. Und was wissen wir denn bezogen auf die Kurvenkrümmung von einem Tiefpunkt? Da wissen wir was, ja? Ist das eine Linkskurve? Also muss hier eine Linkskurve sein, das ist ganz sicher. Ja? Also hier sind wir in der Linkskurve, das wissen wir schon. Was habe ich denn hier für einen Punkt? Analog dazu. Na jetzt müssen wir in die hinteren Reihen gehen. Letzte Reihe bitte. Und was bedeutet denn ein Hochpunkt bezogen auf die Kurve? Letzte Reihe. Also irgendwie haben wir an der Stelle mit Sicherheit eine Linkskurve, an der Stelle haben wir mit Sicherheit eine Rechtskurve. Und jetzt müssen wir ein bisschen weiter weggehen. Hier an der Stelle, was habe ich an der Stelle für eine Kurve? Ja? Naja. Eine Linkskurve. Man lenkt immer noch, gar keine würde bedeuten, wir würden gerade fahren. Das tun wir aber nicht. Aber es ist so wenig, dass man es kaum sieht. Es ist trotzdem eine Linkskurve. So, hier sind wir überall in der Linkskurve. Wie weit geben die Linkskurve? Ja? Bis genau in die Mitte zwischen rechts und links. Ja, genau, das ist tatsächlich genau die Mitte. Der Y ist, glaube ich, ein bisschen näher hier. Also die Y-Achse ist gar nicht so doll. Das geht genau bis in die Mitte. Das ist exakt die Mitte. Und was ist ab der Mitte los? Ja? Gut, also das heißt, dann sieht das irgendwie so aus. Ja? So hättet ihr das zeichnen müssen. Hier ist überall Rechtskurve in der Mitte. In der Mitte, was ist in der Mitte? Ja? Haben wir zu einem einzigen Zeitpunkt geraten. Jo, das ist also bezogen auf das Steuer. Die meisten von euch machen ja gar Führerschein oder so. Bezogen auf Steuer, was bedeutet das bezogen auf Steuer? Bezogen aufs... Wir drehen von der Linkskurve direkt das Lenkrad in die Rechtskurve und in einem Moment, beim Rumdrehen, sind wir in der Geradstellung. Also quasi hier fahren wir geradeaus. Ja, völlig richtig. So, nochmal die Aufgabe bitte vorlesen. Bei f von x gleich minus 1 mal 1, dann mal x plus 1 Quadrat mal x minus 5 mit Quadrat 4f. Wir haben die links und rechts Kurvenbereiche und vervollständigen diese Tabelle. So, und jetzt möchte ich wissen, schaut euch die Tabelle an, schaut euch die, zum Beispiel der Hochpunkt ist irgendwo hier in der Tabelle drin. Wo ist der Hochpunkt? Kann mir den jemand zeigen? Irgendwo in der Wertetabelle ist der Hochpunkt drin. Der da? Ja? Der ist gleich dran. Ja, das hier. Hier, der da. Das ist der Hochpunkt. Und jetzt sucht ihr den Hochpunkt, den Tiefpunkt, da wo man gerade ausfährt und schaut mal, ob euch irgendwas an der Wertetabelle auf. Ja, es geht jetzt darum, dass wir die Wertetabelle und das Schaubild zusammenfügen wollen. Wir haben festgestellt, dass an der Stelle hier der Hochpunkt ist. Jetzt ist die Frage, wo ist denn der Tiefpunkt? Letzte Reihe bitte. Ja, hier an der Stelle, hier haben wir irgendwie den Tiefpunkt irgendwie oder das Minimum. Je nachdem, wenn man die Funktion sagt, sollte man vielleicht Minimum sagen. Und Hochpunkt, da sollte man irgendwie Maximum sagen. Okay, das Maximum haben wir hier, das Minimum haben wir. Wo ist der Geradeauspunkt? Dritte Reihe. Bei 1. Ja, der ist genau hier und zufälligerweise, bitte, das ist Zufall. Also hier ist der Geradeauspunkt oder sowas. Zufälligerweise ist der direkt in der Mitte von den beiden. Bei allgemeinen Funktionen ist das nicht in der Mitte, aber hier ist das ein Zufall. So, und jetzt haben wir festgestellt, bis hierher haben wir eine Linkskurve. Also bis hierher haben wir Linkskurve. Das steht hier, dann haben wir unseren Geradeauspunkt und dann ab hier haben wir eine Rechtskurve. Und jetzt sollte man hier in dieser Wertetabelle irgendein etwas finden, sodass wir sehen, sind wir in der Links- oder in der Rechtskurve. Ja. Da ist ein Vorzeichenwechsel bei der zweiten Ableitung, also quasi beim Mini. Also quasi beim Mini ist ja 1,2 und 0,6 beim nächsten Punkt. Und dann kommt die 0 und das ist quasi der Punkt, wo die Geradensteigung. Da reden wir noch drüber über die Geradensteigung. Würde ich jetzt noch nichts dazu sagen. Ist richtig, da kann man was über die Geradensteigung sagen. Also das ist der grüne Punkt. Soweit habe ich es ja verstanden. Und da bin ich bei der 0. So, jetzt, wann haben wir Linkskurve, wann haben wir Rechtskurve? Zweite Reihe. Wenn die Ableitung von der x von 0 größer als 0 ist, dann eine Linkskurve. Also hier, die Ableitung. Aha, also das nochmal, stopp. Das muss ich nochmal verstehen. Nochmal, irgendjemand anders? Was hat sie gerade gesagt? Dritte Reihe. Dass wenn die
von der zweiten Ableitung die Zahlen größer 0 sind, dass es eine Linkskurve ist und kleine 0. Also es hat irgendwas mit der zweiten Ableitung zu tun. Das ist völlig richtig. Und jetzt schreit jeder auf, sie hat es auch richtig gesagt. Wann sind wir in der Links- und wann sind wir in der Rechtskurve? Es hat was mit der zweiten Ableitung zu tun. Das schreibt jetzt jeder bitte auf. Wir sind jetzt dabei, die Frage von Links- und Rechtskurve anhand der zweiten Ableitung zu beantworten. Wir fragen uns also, wo haben wir Links-, wo haben wir Rechtskurve? Wir wollten das mit Hilfe der zweiten Ableitung beantworten. Was können wir sagen, wann sind wir in einer Linkskurve und wann sind wir in einer Rechtskurve? Ja? Wenn es größer 0 ist. Sind wir da in der Links- oder Rechtskurve? Der Linkskurve. Ja, jetzt schauen wir nach. Wir waren hier überall in der Linkskurve. Hier haben wir festgestellt, die zweite Ableitung ist größer 0. Das sind alles Werte, die größer 0 sind. So, und wann sind wir in der Rechtskurve? Ja? Wenn die Werte gerade 0 sind. So, und jetzt kommt natürlich die dritte Frage. Also hier habe ich Rechtskurve. Das kann man drunter schreiben bei der Tabelle. Hier haben wir Linkskurve. Kann man also drunter schreiben L und R. Und was habe ich bei gleich 0? Ja? Eine Gerade. Gerade, also eine Art Geradeauspunkt. Und der heißt nicht Geradeauspunkt, der hat einen anderen Namen. Also das heißt, wenn das gleich 0 ist, in diesem Fall, wenn wir kurz gerade fahren, dann hat das einen anderen Namen, könnt ihr nicht wissen. So ein Geradeauspunkt heißt 2' von x gleich 0, dann ist das ein sogenannter Wendepunkt. Also so ein Punkt, der geradeaus geht, der heißt Wendepunkt. Also ein Wendepunkt ist sowas. Gut, gibt es Fragen zu der Aufgabe?